So, hallo. Jetzt habe ich nochmals was genauer nachgeforscht bei einer Szene von den Disney-Filmen. Und auch da wurde wieder mit Zweideutigkeit gespielt, wie ich es ja im anderen Video bereits aufgeklärt habe. Es gibt ja auch diese Szene von dem Little Marmite-Film. Oder Mermaid. Keine Ahnung, ich habe das nie angeguckt, den Film. Wo ja dieser erregte Penis bei dem Priester aus der Hose schaut, sage ich mal. Und da gibt es zwei Versionen und wir schauen uns einfach mal beide Versionen an. Die eine Version ist wahrscheinlich noch von VHS-Kassette, weil man da dieses Kriseln von VHS-Kassette drin sieht. Und die andere ist dann wahrscheinlich die DVD-Version, die sie dann überarbeitet haben. Und wir schauen einfach mal beide an. Das ist jetzt von der neueren Version. Da passiert gar nichts beim Priester. Und jetzt kommt die ältere Version, was man auch unschwer an der Qualität gleich erkennen kann. Weil man hier dieses VHS-Kriseln, also wer sich auskennt mit Technik, der weiß, dass das wahrscheinlich von einer VHS-Kassette abgefilmt wurde oder überspielt wurde, weil man eben dieses Kriseln von den alten VHS-Bändern hier sieht. Und da sieht man dann, wie sich diese Beule in der Hose ergibt. Zack, genau hier. Nochmals. Zack. Zack. Also, wie gesagt, hier gibt es zwei Versionen. Angeblich ist Ihnen aufgefallen, dass da diese Penis-Erektion rauskommt, die aber in Wirklichkeit, wenn man hier diese Seite liest, in Wirklichkeit sollte das das Knie des Priesters darstellen, was man auf diesem Foto dann sieht, wo es dann komplett später rausgemacht wurde. Also frage ich mich aber trotzdem, wenn ich ein Filmproduzent bin und wenn ich mir das Frame für Frame anschaue, und selber bearbeite und früher wurden die, glaube ich, sogar noch von Hand gezeichnet, heutzutage wird es mit dem Computer gemacht, dann muss mir doch auffallen, dass erstmal Punkt 1 der Priester hier ein Tuch davor hat und hier hat er seine Knie einzeln, da muss mir doch dieser Fehler schon auffallen und dann muss mir auffallen, dass dieses Knie, denn angeblich ist es ja das Knie, was hier rauskommt, dass dieses Knie durch die Hose rauskommt und man es mit einem Penis verwechseln könnte. Also auch hier wieder diese Zweideutigkeit, wo ich mir nicht sicher bin, ob das nicht im Nachhinein nur rausgenommen wurde, weil es zu vielen aufgefallen ist und sie das nicht mehr wollten dann. Also hier wurde bestimmt mit dieser Zweideutigkeit gespielt. Denn wir kennen es auch von anderen Szenen, wie hier aus Donald Duck, dass hier auch mit einer kritischen Zweideutigkeit gespielt wurde, wo hier eine Beule in seiner Hose ist. Und er diese Beule untersucht. Wo man auch an ein Genital eines Mannes denken kann. Und wir sehen dann später in der Aufklärung, dass es sich dabei aber um einen Stein handelt, der unter der Matratze liegt. Trotzdem stellt sich hier, wie ich im anderen Video schon erwähnt habe, eben die Frage, warum kann man die Beule dann nicht einfach am Bauch rausgucken lassen, sondern muss es in einem Kinderfilm. Und das ist das, was ich euch immer sage, was ihr vor Augen führen müsst, dass es ein Kinderfilm ist. Das ist kein Herrenfilm oder so für Erwachsene ab 16 oder ab 18 Jahren, sondern das ist ein Kinderfilm. Und muss ich da so eine zweideutige Anspielung in den Kinderfilm einbauen? Wie gesagt, es wurde korrigiert. Also wenn ihr jetzt die neuere Version von dem Film kauft auf DVD oder Blu-ray, dann ist diese Szene bei dem Priester nicht mehr drin. Aber in den älteren Versionen auf VHS-Kassette sieht man das durchaus, dass da die Erregung rauskommt. Kann natürlich auch bearbeitet worden sein, aber da es hier in VHS-Qualität ist, weil dieses VHS-Kriseln drin ist und bei den anderen Fassungen das Kriseln nicht drin ist, vermute ich mal, dass hier zwei verschiedene Quellen verwendet wurden. Hier wahrscheinlich eine VHS auf DVD-Kopie und bei den anderen wahrscheinlich eine Internetquelle oder so, denn wenn man die anderen Videos anschaut zu Marmite Erection, was wir kurz mal machen, wenn man da die anderen Videos dazu anschaut,
Dann sieht man nämlich hier gar kein Kriseln. Also wurde hier wahrscheinlich eine andere Bildquelle verwendet. Also meiner Meinung nach wurde hier im Nachhinein was retuschiert, was eventuell durchaus so gewollt war, diese Zweideutigkeit. Und da ist halt wirklich die kritische Frage, muss ich das wirklich in den Kinderfilm einbauen? Also gibt es da nicht bessere Filme, wo ich solche zweideutigen Witze einbauen kann als in einem Kinderfilm? Und deswegen bin ich mir da immer noch sicher, dass das wahrscheinlich sogar bewusst gewählt wurde. Dass da nicht einfach ein Fehler vorliegt, denn nochmals, jeder, der sich mit Videoschnitt befasst, dem muss es klar sein, dem muss es wirklich klar sein, dass hier Frame für Frame bearbeitet wird. Auch bei einem richtigen Hollywood-Spielfilm wird jede Szene mehrfach gedreht, bis der Regisseur sagt, okay, sie passt. Also auch da ist es relativ unwahrscheinlich, dass eine Handgestik, eine satanische oder eine ja, perverse Anspielung, dass die durch Zufall drin ist. Die ist dann bewusst drin. Aber hier ist es ja noch krasser, denn hier wird ja alles gezeichnet am Computer oder früher per Hand. Also wenn da irgendwas drin ist, dann kann man mir nicht sagen, das ist Zufall oder das ist ein Fehler, der denen nicht aufgefallen ist. Dann hat der Zeichner, der das gemalt hat, es bewusst so gemalt oder gemacht. Ich will dem Zeichner aber trotzdem keine Böswilligkeit unterstellen. Es ist gut möglich, dass der halt einfach den Fehler, ja, was heißt nicht, dass er halt einfach gedacht hat, das Knie ist da und, aber das muss man doch sehen. Also man muss, kann doch nicht so beschränkt sein, dass man sieht, dass man nicht sieht, dass da ein Tuch vor den Füßen ist, und deswegen das Knie eine Beule ergibt. Also muss man sich doch was dabei gedacht haben. Also ich denke einfach, hier wurde später zurückgerudert, so nach dem Motto, oh, ups, da ist alles, denen ist alles aufgefallen, wir müssen jetzt doch diesen Lappen da wegnehmen, oder wir müssen die Beule wegmachen, damit die nicht mehr auftaucht. Wie gesagt, macht euer eigenes Bild. Ich bin jetzt wieder raus. Ich möchte da nicht sagen, ihr dürft es nicht mehr anschauen, müsst ihr selber mit eurem Gewissen vereinbaren, als Eltern oder selber mit Gott vereinbaren, wenn ihr gläubig seid, ob ihr sowas weiter anschauen solltet. Ich mache es nicht. Ich habe aber auch Arielle und so Zeug nie angeschaut, weil es keine Meerjungfrauen gibt und ich an sowas nie geglaubt habe, auch als Kind nicht. Entscheidet selber. Ich wünsche allen einen schönen Tag, Gottes Segen und ja, wie gesagt, ich kläre hier nur auf, ich mache auch Fehler und ich sehe es aber trotzdem nicht als Fehler, weil es ist tatsächlich da, es ist tatsächlich geschehen. Also es ist nicht so, dass man das jetzt wegleugnen könnte, dass diese Beule nicht da war. Es wurde halt nur später retuschiert. Ob das jetzt ein Fehler war, ob das jetzt bewusst gemacht wurde, diese Beule, kann jeder selber interpretieren, wie er die Beule nimmt oder was er da sieht. Gut, ich danke fürs Zuschauen.